Racer, Lagebericht. Diaz, was ist da drüben los? Es ist Maddox. Er lebt. Das ist Blödsinn, Agent. Reißen Sie sich zusammen. Ich glaube es selbst kaum, Sir, aber es ist wahr. Er muss derjenige gewesen sein, der uns da am Hotel auf den Philippinen erwischt hat. Verdammt, bei diesem Einsatz geht alles schief. Okay. Satellitendaten zeigen die Wärmesignatur der Biowaffe an Bord des Helikopters, der 2 Kilometer östlich von ihrer Position gelandet ist. Sie sichern und halten bis zur Exfil. Und falls Maddox sie aufhalten will... Ja, wir wissen, was wir dann tun müssen. In einem Gebiet wie diesem hat Maddox massig Deckung und eine sehr gute Sicht. Pass auf dich auf. Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu dem Finale von Sniper Ghost Warrior 2. Wir befinden uns in der letzten Mission, nicht vermasseln. Ja, dies ist jetzt hoffentlich wirklich die letzte Mission. Nicht so wie beim letzten Mal, wo ich auch gedacht habe, es ist die letzte Mission. Aber nee. Laut diesem Ding da, wo man die Mission sieht, ist das die letzte Mission. Ja, Maddox hat sich herausgestellt, dass er doch noch lebt. Wir haben ja eigentlich gedacht, dass wir ihn vor 20 Jahren hier in Sarajevo getötet haben. Aber wie es aussieht, lebt noch. Naja, wir sind halt kein guter Scharfschütze. Das merkt man ja schon mal. Habt ihr übrigens bemerkt, eine Parallele gibt es von Sniper Ghost Warrior 1 und 2. Sniper Ghost Warrior 1, die allererste wichtige Szene. Man schießt auf jemanden, trifft ihn deutlich ins Herz, er lebt noch. Tja, jetzt treffen wir wieder jemanden deutlich und... er lebt wieder. Ja, Sniper Ghost Warrior. Typisch Polen. Immer diese City Interactive. Die können einfach keine guten Stories machen. Aber naja, schauen wir mal, was uns jetzt so erwaten wird und ob wir Maddox stoppen können und die Biowaffe retten können. Okay, lass uns abhauen. Wir sitzen hier auf einer Zeitbombe. Wortwörtlich. Ja, Bomben, Zeitbombe. Hat er gar nicht mehr so recht. Wir sind übrigens noch in Nepal. Hier ist alles schön und friedlich. Und naja, außerdem natürlich diese Biowaffe, die wahrscheinlich uns hier alles alle töten könnte. Aber sonst. Ansonsten. Immer diese unwichtigen Nebensachen. Es ist genau wie bei dieser verdammten Sarajevo-Sache. Tja, nur dieses Mal gibt es keine Aktentaschen voller 100-Dollar-Scheine. Er macht das nicht wegen der Kohle. Zumindest nicht mehr, seit ich ihm eine hohe Aktivität bei der Brücke dort. Tja, da müssen wir rüber. Ich feuere auf dein Zeichen. Sollen wir die jetzt spotten oder was? Okay, komm, da kriegt man einen doppelten Headshot hin, Guter Schuss. Boom. Und wie feuerst du auf mein Zeichen? Wow, toll, dass du auf mein Zeichen gefeuert hast. Folge mir. Hey, du bist jetzt so aktiv. Ich töte schon 2 mit einem Schuss und dann schaffst du es nicht, den letzten zu töten. Das muss ich auch noch machen. Mein Gott, Diaz, zu was bist du eigentlich da? Um entführt zu werden. Oder abgeschossen zu werden. Oder als Geisel genommen zu werden. Ganz ehrlich, das nächste Mal lassen wir ihn einfach sterben. Puh. Du bist genau in meinem Fadenkreuz. Runter! Bleib unten und folg mir! Okay, Maddox hat uns im Visier, aber zum Glück kann er nicht schießen. Du willst den Job zu Ende bringen, stimmt's, Partner? Tja, du hast beim ersten Mal versagt und dieses Mal wird es nicht anders laufen. Carl Maddox, hat dich der Geruch von frischen Scheinen von den Toten aufgeweckt? Fick dich und deine scheißheile Weltvorstellung. In dieser Welt musst du dich um dich selbst kümmern, sonst bist du tot. Wie schaltet er sich auf unseren Funk? Ist das der neue Spotter, Cole? Du siehst aus wie im Büro, Hengst. Zieh den Bauch mal ein. Da wollen wir jetzt doch kein Loch reinballern. Würde nicht oder könnte nicht. Sieht nicht so aus, als ob dich dein Zielen verbessert hat. Versuch mal dein Gewehr zu halten und nicht deinen Schwanz. Große Sprüche für einen 5-Jährigen. Du bist immer noch ein Kampf unter der Leine von Uncle Sam, aber bellende Hunde beißen nicht. Erinnerst du dich an dein Kommandoteam auf den Philippinen? Keller und Gomez, oder? Ja, genau. Hab sie über Funk gehört, als sie nach Hilfe schrien, während ich alle nacheinander verwundet habe. Arschloch, dieses Mal werde ich den Job beenden. Ich glaube nicht, dass du überlebst und eine Chance bekommst. Tja, ich muss dich enttäuschen, Maddox. Wir werden dich zur Strecke bringen. Er wird uns mit Sicherheit erwischen. Können wir nicht kurz einfach so bim quickscopen? Rauchgranate? Hä? Okay, Bewegung. Wie hat er die bitte geworfen? Er hat doch gar nichts geworfen. Ach egal. Einfach durchlaufen. Der Rauch haut ab. Ich kapiere, dass du eine Rechnung begleichen willst. Aber eine Biowaffe. Überleg mal, wie viele sterben. So geldgierig kannst du doch nicht sein. Du raffst einfach gar nichts.
dass sobald du hier mit einer Kugel im Bauch in diesem gottverlassenen Müllplatz liegst und merkst, wie austauschbar du wirklich bist, dann weißt du, was Sache ist. Und wie ne da sind mehrere bei dem Streifen, höchstwahrscheinlich Scharfschützen in den Hütten auf 12 Uhr. Es sind zu viele für einen Frontalangriff. Wir brauchen eine Ablenkung. Wenn wir den Benzinkanister in die Luft jagen, bricht ein Feuer aus. Das wird uns verraten, aber zumindest ist Maddox dann blind. Tja. Genauso gerissen, wie ich diesen Wichser kenne. Okay. Jetzt haben wir ein wenig hier Deckung. Das ist natürlich nicht schlecht. Und schön, dass er hier mit seinem nicht schallgedämpften Gewehr rumballert, weshalb sie uns eigentlich sofort erkennen sollten. Aber naja. Das kriegen wir auch so hin. Komm, mein Kleiner. Bam! Oh, verdammt, der kann ausweichen. Ich bin stolz auf dich. Warum läuft der einfach hier auf mich zu? Was ist denn das für ein Heini? Mein Gott, okay, komm. Sieht gut aus. Ist tot, okay. Schön leise sein. Leise? Wir haben gerade einen Benzintank in die Luft gesprengt, du Honk. Ey, Mann, was labert der? Ehrlich. Schaut euch mal das an. Glaubt ihr ehrlich, das hat ihr nicht mitbekommen? Mein Gott, Dias, egal. Ich folge dir einfach, mein kleiner Busch. Vielleicht ist er ein Busch. Er hat zumindest die Intelligenz von einem Busch. Aber nicht mal von einem schlauen Busch, sondern irgendwie von... Mehr Scharfschützen auf den Boden. Okay, da muss ich die jetzt wohl auch erschatten. Zack. Kein Problem. Und das ist noch einer, okay. Vorsichtig. Bam! Der war nice, der gefällt mir. Also diese Duelle gegen andere Scharfschützen wird mir viel besser gefallen, wenn die nicht immer schon markiert werden. Wenn die nicht markiert werden und man erst herausfinden müsste, wo die sind und man die ganze Zeit abgeballert wird, das hätte ich viel besser gefunden. Aber naja, ist halt Sniper Ghost Warrior 2. Kann man nicht so viel Erwartung stellen. Machen wir Maddox doppelten Ärger. Ich den linken, du den rechten. Ey, wenn du am Ende gefangen genommen wirst oder abgeknallt wirst, ich schwöre, ich töte dich. Ich töte dich gleich nochmal. Ich hab keinen Bock darauf. Was war das? Hä? Nicht so schnell, Camille Schender. Das ist meiner. Alles okay, Partner? Wir wollen ja nicht, dass dir was passiert. Na los, Arschloch. Hast du die Eier, den Abzug zu drücken? Wie du willst. Seh dich auf der anderen Seite, Cole M. Nicht, wenn ich dich zuerst sehe. Guter Schuss, Blattfuß, nur eine Meile da. Heilige Scheiße. Dank. Du kannst mir die Gefahr. Warum brechen die immer in ihren Dialogen ab? Bin unterwegs. Kein Problem. Sorry. Hab ihn gleich, wenn ich ihn sehen würde. Was ich nicht tue. Da, in die Eier. Und wo ist der letzte? Ah, der ist tot. Okay, oh, what? Dias hat uns mal hier den Arsch gerettet. Normalerweise müssen wir ihn hier immer retten. Nicht schlecht, ich bin beeindruckt, mein Freund. Und wo ist jetzt dieser kleine Menendez? Menendez, das war doch der Blöde aus Black Ops. wie ist der nochmal? Maddox. Alles das Gleiche. Los. Vorsicht, er ist in diesem Turm. Ich sehe da einige Fässer. Es ist Zeit für Vergeltung, Cole. Oh. Ich will nicht auf Fässer schießen, ich will auf ihn eigentlich schießen. Naja, brennen tut auch weh. Maddox hat das Feuer eingestellt. Er muss seine Position wechseln. Unsere Chance. Aber komm, ich will ihn echt in einem Sniper-Duell besiegen, komm. Der Ehre wegen allein schon. Wegen ihm sind so viele Menschen gestorben und dafür rächen wir sie jetzt. Und warum backe ich mich hier gerade in Dias rum? Oh mein Gott, Dias. Boah, du bist ja so ein gemütlicher Busch. Oh, wo hast du deine Hand gerade gehabt? Ah, ich liebe Sniper Bug Warrior. So ein cooles Spiel. Okay, darf ich die Heinis da unten ausschalten? Oh, Leute, wenn ich hier nachladen Taktion die ganze Zeit wäre, dann wird es viel geiler aussehen. Scharfschütze Turm 12 Uhr, wow. Dein Deutsch, mein Gott. Ist ja schlimmer als in meiner letzten Deutschklausur. Warte kurz. Bam. Zweiter Kerl auf 10 Uhr. Der da? Auf 1 Uhr ist der nächste. 1 Uhr? Das ist aber bei mir Viertel nach 1. Boah, das ist keine Ahnung. Erwisch beide. Hü! Ja, achso. Ah, die, okay, natürlich genau. Die Fässer. Ich denke mir gerade schon, hä?
Wenn die so auseinanderstehen, also ich bin ja nicht der Typ aus Wanted oder Angelina Jolie, die die Kugeln so umlenken können. Ist ja auch geil. Ganz ehrlich, auf einmal fliegt so deine Kugel so nach rechts. Ey, das wäre mal eine richtig coole Mechanik. So Sniper Ghost Warrior, naja. Es gibt ein Spiel zu Wanted, aber das soll irgendwie scheiße sein. Naja, ich würde jetzt auch gerne mal die Kugel lenken. Stell dir mal vor so, blum, und dann fliegt die Kugel so. Ihr wisst nicht, was ich meine? Schaut einfach nach Wanted und googelt irgendwie, wie die schießen. Okay, ich glaube, jetzt geht es zu einem Sniper gegen ihn. Mörsertrupps positioniert. Wir müssen zuallererst die Minenwerfer ausschalten. Minenwerfer? 550 Meter. Bereit. Ach, die sehen mich doch nicht. Das Mörserteam ist rechts von der Statue. Darf ich schießen? Okay. Mit dem Stammbein hier. Und jetzt. Okay, vorsichtig. Ha, die Frage ist, ob sie uns sofort... Okay. Vielleicht ein bisschen beeilen. Und jetzt noch du, mein Freund. Komm. Solange der Minenwerferbeschuss anhält. Ah, ich liebe es. Oh. Alle Mörser aus. Ihr konntet noch einer abschießen, wenn er schon tot war. Er schickt Scharfschützen rein. Hab ich selbst ausgebildet, so wie du das mit mir gemacht hast. So spielt das Schicksal. Ich frag mich, wie es dir ergehen wird. Auf 12 Uhr, 700 Meter. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Wie soll ich da bitte ausweichen? Oh, ins Bein. Oh, ins andere Bein. Zwischen den Felsen, 670 Meter. Oh, ich kann da nicht rausgehen. Das ist voll schwer. Naja, egal. Okay, trotzdem. Oh, das war wieder ein Klötenschuss. Maddox, versteck dich nicht. Kein Problem. Skill. Der war gut. Okay. Wo seid ihr? Komm. Versteck dich nicht, Maddox. Ich hab genug. Wird Zeit, dass der Spaß beginnt, Anderson. Du redest zu viel. Eliminiere Karl Maddox. Es hätte nicht so weit kommen sollen. Uniform. Razor 3-2. Maddox ist tot. Endgültig. Wir rücken zum Paket vor. Razor, Status bestätigen. Status ist beschissen. Verstanden. Sehr gut gemacht, Captain. Aber Sie sind trotzdem ein Arschloch. Gleichfalls. Was ist das? Liegt am schlechten Umgang. Sowas mache ich nie wieder. Wartet zu Hause irgendjemand auf dich? Mein Gewehr ist mein bester Freund. Es ist mein Leben. Sniper Ghost Warrior 2. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben Sniper Ghost Warrior 2 abgeschlossen. Sniper Ghost Warrior, Bug Warrior, Sniper Ghost Warrior, Kack Warrior, wie es so gerne jeder nennt. Ja, Leute, also, ich glaube, man hat ja Missmut, glaube ich, oft genug zu spüren bekommen. Ich möchte aber nochmal festhalten, Sniper Ghost Warrior 2 ist kein gutes Spiel. Aber, jetzt kommt hier mal das dicke Aber, es ist kein richtig schlechtes Spiel, meiner Meinung nach. Das Spiel hat nur grottige Kritiken abbekommen, was ich natürlich wieder ein bisschen übertrieben finde. Also das Spiel hat mir wirklich Spaß gemacht. Einmal fand ich diese ganzen Bugs, jetzt bis auf diesen Bug, dass immer was am Anfang mal war, dass wenn ich irgendwie Nachtsicht oder so mache, dass das ganze Spiel gleich abstürzt und schwarz wird, fand ich sie immer sehr lustig. Ich fand die Story, einige Abschnitte waren echt sehr gut. Das Problem einfach an der Spielmechanik ist einfach, dieses Snipen macht unglaublich viel Spaß.
nichts dagegen zu sagen. Das Snipen ist wirklich richtig gut gelungen. Das Problem einfach nur ist, dass es kein eigenes Denken in diesem Spiel gibt. Du snipest, ja, weil der dir sagt, du tust das. Wenn du dich nicht daran hältst, dann wird zwar nicht sofort abgebrochen, aber dann kommen halt so viele Gegner, dass du keine Chance hast, dich zu wehren. Wieder aber ein Pluspunkt, was natürlich gut ist, wenn du Alarm auslöst, bricht das Spiel nicht ab, aber es kommen halt so viele Gegner, dass du keine Chance hast. Was ich sehr realistisch wiederum finde. Die Grafik ist auch ganz nett, aber hat einige Fehler. Manchmal sind Texturen grottig aufgelöst gewesen. Das war echt sehr schlimm, aber ich glaube, damit kann man leben. Insgesamt war das Spiel wirklich sehr hübsch. Und jetzt hier nochmal zum Snipen. Es gab ja Abschnitte, wo man wirklich selber denken musste, wie man vorgeht. Das waren Highlights. Wenn das Spiel nur aus solchen Sachen bestanden wäre. Und vielleicht hier teilweise Levels nicht so schlauchlinig gemacht worden wären, glaube ich, wäre das Spiel um einiges besser angekommen. Der erste Teil ist ja mit 3 Millionen Verkäufer, also besonders für ein City Interactive Spiel. Die haben ja, also für Leute, die City Interactive nicht kennen, die haben eigentlich nur Spiele gemacht, also Shooter, die im allerbesten Fall schlecht waren. Im meisten Fall waren es Produktionskosten, die ich glaube, keine Ahnung, der neueste Trailer von Call of Duty, 5 Sekunden so viel kostet der neue Trailer von Call of Duty wahrscheinlich so viel wie das ganze Spiel. Und sie haben einmal irgendwie den Top-Model-Simulator gemacht. Habe ich gesehen. Ein grandioses Spiel. Das war das schlechteste Spiel, was ich mal bei Metacritic gesehen habe. Deswegen weiß ich das. Ja, sonst aber, glaube ich, kann man sagen, Sniper Ghost Recon 2 ist vielleicht für Fans erstens heißt eine Kaufempfehlung, keine Frage. Es macht alles, was der erste Teil macht. Bisschen sind die Level linearer, was ich nicht so gut finde. Diese nervigen Kackballer-Abschnitte aus dem ersten sind weg. Die Grafik ist sehr hübsch. Die Story ist unwichtig, aber naja, komm. Ganz ehrlich, wir haben schon Schlimmeres gesehen. Bomben. Immerhin war es keine Russen, es waren Araber. Das ist schon mal eine Steigerung. Naja, aber ich glaube, die Story wegen der sollte man sich aufgaben. Aber immerhin fand ich Anderson ein paar lustige Sprüche manchmal abgelassen. Zum Beispiel der am Ende dieses mein Gewehr ist mein bester Freund. Ey, wenn das irgendwie in dem poetischen Film wäre, dann glaube ich, wäre das Zitat echt gut angekommen. War aber auch ganz nett. Also, Story ist nicht unbedingt gut, sie ist nicht mal nennenswert, aber der Anderson als Charakter ist ganz okay. Sonst, glaube ich, kann man sagen, die Levels haben sich immer schön unterschieden. Das erste Teil komplett im Dschungel, das zweite dann hier in der kompletten Stadt. Das war leider das schlimmste Level, weil es sah einfach grottig hässlich aus, diese Stadt. Ich weiß nicht, könnt ihr noch graubraune Level da sehen? Ich ertrage diesen Kack nicht mehr. Graubraune Level, ey, das ist das Grässlichste. Aber der letzte Akt wieder in Nepal war wirklich sehr schön. Kann man, glaube ich, nichts dagegen sagen. Fazit ist also, Sniper Ghost Warrior ist sicher kein Spiel, was Gutes, was eine unbedingte Kaufempfehlung ist, aber es ist das, was ich vom Spiel erwartet habe. Und bei Käufen, also ich habe mir dieses Jahr schon Aliens Colony mal ja, ich muss immer wieder lachen, wenn ich an dieses Kackspiel denken muss. Gekauft, maßlos enttäuscht. Crysis 3, maßlos wirklich enttäuscht. Dead Space 3, nettes Actionspiel, kein Dead Space mehr. Tomb Raider, sehr gutes Actionspiel, aber kein Tomb Raider mehr. Und Bioshock ist einfach nicht mein Spiel. Ich streite nicht die Qualitäten eines Bioshocks ab, aber es ist nicht mein Spiel. Und Sniper Ghost Warrior war das, was ich erwartet habe. Sehr viele lustige, merkwürdige Dialoge. Sehr merkwürdiges Gameplay. Viele, viele Bugs. Und das war das, was ich mir erwünscht habe, um ehrlich zu sein. Ach, komm, Sniper Ghost Warrior. Ich sag, es war ein akzeptables Spiel. Macht das Spiel fertig, wie ihr wollt. Aber ich denke, mir hat es Spaß gemacht. Irgendwie wie der Erste. Es ist aber ein Spiel, man weiß, es ist nicht gut. Aber es macht irgendwie Spaß. Aliens Colony Marines ist scheiße. Aber ich weiß, dass es scheiße ist. Und das deprimiert mich dann so. Und es spielt sich auch scheiße. Sniper Ghost Warrior hat sich immer ganz nett gespielt. Das Snipen war wirklich an manchen Stellen sehr, sehr gut. Und insgesamt, glaube ich, kann man sagen, war das Spiel wirklich okay. Also, ich hasse es, irgendwas in Punkten anzugeben. Aber für mich wäre das jetzt schon so eine... Ja, ich bin jetzt mal ganz großzügig, eine 7 von 10. Also so ein sehr großzügig. Aber weil es war einfach das, was ich erwartet habe. Und das kann man halt aktuell immer viel sagen. Es wurde hier nicht irgendwie was geschönt oder so im Vorfeld. Viele Leute haben gedacht, ey, das wird der Call of Duty Killer, das beste Spiel aller Zeiten. Ich wusste, dass es das nicht wird. Und weil es mir von Anfang an klar war, bereue ich auch nichts.
Das Einzige, was ich am Spiel unglaublich schlecht finde, ist der Multiplayer. Den hätte man komplett streichen können und vielleicht noch einen Akt mehr machen können. Weil der ist einfach grottig. Snipen bei ganz vielen Bugs. Juhu, und Serverproblemen. 5 Minuten angespielt und aufgegeben. Aber Leute, ich glaube, wir haben Sniper Ghostwire erfolgreich abgeschlossen. Sniper Ghostwire 2, Sniper Ghostwire 1. Wir haben 26 Fallen nochmal im letzten Akt abgeschlossen. 13 Kopfschüsse, einen doppelten Kopfschuss, nur Self-Kiss, Alarm aufgelöst. 4, Gesamtspielzeit 11 Minuten, Warte Kopfschuss 953 und Warte Kopfschuss 953. Mein Gewehr, mein bester Freund, keinen zurückgelassen und keine weiteren Achievements. Und ich würde sagen, wir können jetzt fortfahren und haben nichts vermasselt. Und ja, Leute, damit befinden wir uns jetzt wieder, wo wir angefangen haben. Jetzt bin ich hier im Steam Store. Ich habe mir überlegt, dass ich genau das hier, dieses Siberian Strike DLC, irgendwann mal nochmal anspielen werde. Ich habe gehört, das soll wirklich sehr gut sein und deutlich besser als die originale Story. Wenn ich mir das mal kaufen werde, wenn es im Steam-Angebot ist, davor sicher nicht, werde ich das wahrscheinlich auch let's playen. Einfach weil, ich weiß nicht, mir macht Sniper Ghostwire echt Spaß. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich der einzige Mensch auf der Welt, aber es ist mir scheißegal. Ich finde das Spiel lustig, mich hat es unterhalten und ich würde sagen, es war kein so schlechtes Spiel, wenn man die Bugs und die schlechte Story und die unnötigen Abschnitte wegmacht. Dann bleiben 5 Minuten und der Abspann. Ja, Leute, das war Sniper Ghostwire 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat das Spiel schon Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Ich bin es, war's und werde es immer sein. Euer MC Mafix. Haut rein. Bis dann. Ciao. Oh, Leute, Entschuldigung, da habe ich noch ganz kurz was entdeckt, was mir noch aufgefallen ist. Wir haben noch die Gesamtstatistiken. Die möchte ich euch natürlich nicht vorbehalten, damit ihr wisst, wie ich nicht snappen kann. Es gab 480 Feinde getötet, davon nur 187 mit Kopfschuss. Und doppelte Kopfschuss gesamt 2 und Surf 36. Wow, wir sind echter Ghost Warrior. Alarmoske ist 112. So Ghost Warrior-like. Getötet 21, insgesamt die Spielzeit 4 Stunden. Weiteste Treffer 1557 Meter, weißer Kopfschuss 1479 Meter. Und Gesamtgenauigkeit 64%. Hier kann man die einzelnen Missionen uns nochmal anschauen. Und hier kann man uns die Waffen anschauen. Ach so, als hätte ich da jetzt eine Ahnung davon, was irgendwas ist. Ja, schaut es euch selber an. Ich habe keine Ahnung, was irgendwas ist. Ich weiß, eine AK ist braun und schwarz. Mehr weiß ich über Waffen nicht, ehrlich. Ich erkenne die vom Namen nicht. Ah, ja, das war die Schall gedacht. Das weiß ich sogar. Boah, bin ich gut. 88 Feinde getötet. Boah, eine Stunde Spielzeit. Weißt du, kommt noch 58 Skill, Leute. Okay, das war's jetzt aber wirklich. Bis dann auf wieder. Ah, die Geheimnisse. Ja, die kann ich euch nochmal zeigen, weil ich davon, glaube ich. Ich habe 3, 4 eingesammelt von irgendwie 100.000. Okay, das war nicht so gut. Okay, jetzt verabschiede ich mich aber wirklich. Ciao, Leute.